Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Far Cry Primal in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Far Cry Primal in der Collector's Edition, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl! Das Ganze ist hier in einer Box, die hier mit einem Pappschuber kommt. Für die Xbox One, wie wir hier sehen, Collector's Edition lesen wir hier. Far Cry Primal. Dann haben wir hier so eine Höhlenmalerei. Sieht so ein bisschen nach dem Schädel eines Säbelzahntigers aus, rein so von der Zahnstruktur. Dann lesen wir hier, das Ganze ist freigegeben ab 18 Jahren und von der Firma Ubisoft. Ansonsten zieht sich hier diese Wand, diese Höhlenwand-Optik durch. Oben lesen wir auch nochmal Far Cry Primal. Links und rechts dunkelgraue Wand. Und auf der Rückseite lesen wir: Vertraue deinem Instinkt. 10.000 vor Christus, wir befinden uns in der Steinzeit. Werde vom Gejagten zum Jäger und erobere die majestätischen Länder von Oros. So, dann haben wir hier so drei Spielszenen. Erkunde eine atemberaubende offene Welt voller furchteinflößender Bestien, fertige ein tödliches Arsenal, um gegen die feindlichen Stämme anzutreten, und zähme wilde Tiere und nutze sie zu deinem Vorteil. Die Collector's Edition enthält: Hier haben wir einmal den Boxinhalt, exklusive Sammlerbox, exklusives Steelbook, Spiele-Soundtrack und Venya-Audioaufnahmen, offizieller 68-seitiger Venya-Sprachführer und Karte von Oros. So, dann haben wir hier noch DLC, also Downloadable Content. Erhalte drei Extra-Missionen, Legende des Mammuts, die Blut-Shasti-Keule und vier Erweiterungspakete. Dann gibt es hier noch die technischen Details, Barcode und so weiter. Und dann würde ich sagen, machen wir mal den Pappschuber ab. Der lässt sich hier so seitlich rausziehen. Und das ist dann die eigentliche Box. Die ist auch hier wieder in dieser Höhlenoptik, in dieser Gesteinsoptik, in Schwarz und Grau, rundum in dieser Optik, auch auf der Rückseite. Und das Ganze lässt sich hier dann öffnen, und spannenderweise haben wir hier den Schädel so mit eingearbeitet. Also nicht einfach nur halbiert zu öffnen, sondern hier wirklich mit dieser Schädelform, die hier so eingelassen ist. Sieht auf jeden Fall heftig aus. So. Und hier ist der ganze Inhalt zusammengestaut. Und zwar holen wir einfach mal alles gemeinsam raus. Ja, das war's. Die Box ist nun leer. Machen wir wieder zusammen. Und dann schauen wir uns die ganzen Sachen mal an. So, wir haben hier einmal natürlich das Spiel an sich. Wie gesagt, für die Xbox One. Dann haben wir die CD, den Game Soundtrack plus Venya Audio Recordings. Das dürfte die Karte sein, genau, hier steht's, Map of Oros. Dann haben wir hier einen Sprachführer, generell so ein Infoheftchen. Okay. Und dann natürlich noch die Steelbook-Variante zum Spiel, also so ein Steelbook-Cover. Ich glaube, hier ist nichts drin. Nein, genau. Okay. Wir starten wie immer mit dem Spiel an sich. Das ist dieses hier. Also wir haben hier einen Säbelzahntiger, der hier scheinbar auf unserer Seite ist und sich gemeinsam mit uns einem riesen Mammut entgegenstellt. So sieht das aus. Und auf der Rückseite wieder die Infos. Die hatten wir auch schon auf dem Pappschuber. Hier nochmal dreisprachig, Deutsch, Französisch, Italienisch. Okay. So, dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes haben wir hier das Booklet zum Spiel. Also hier wird so ein bisschen erklärt. Zur Garantie. Okay. Und dann haben wir hier noch einen Einleger zum digitalen Download-Content. Also Game Add-on Download from Xbox Store. Drei extra Missionen, eine extra Waffe und vier Erweiterungspakete. Hier lesen wir dann noch, wie wir den Code genau einlösen.
Und auf der Rückseite, da haben wir dann auch noch den Code hier vermerkt. Okay. So, packen wir wieder zurück. Das ist das Spiel. Wie gesagt, ab 18 Jahren hier auch die riesen Hinweise. Ist immer spannend. Wir haben hier immer zwei verschiedene Hinweise. Und zwar einmal USK ab 16 und einmal PEGI 18. So, als nächstes haben wir dann die Steelbook-Variante. Die kommt ja, wie gesagt, leer. Also hier ist nichts weiter drin. Kommt in so einer Hochglanzoptik. Far Cry Primal lesen wir hier. Rückseite hier in dieser wunderschönen Waldlandschaft. Und hier haben wir einerseits Platz für das Booklet, hier neben diesem wunderschönen Säbelzahntiger. Also hier können wir die beiden Sachen, das Booklet und die DLC-Heftchen hier reingeben, die wir in der regulären Version hatten. Und wir haben hier zwei Steckplätze für Discs, einmal natürlich für das Spiel und dann haben wir natürlich auch noch den Soundtrack. Also wir können dann hier wirklich beide Discs hier in dieses schöne Steelbook umziehen. Die zweite CD, die Disc ist diese hier, Game Soundtrack und Venya Audio Recordings, kommen hier in einer Papphülle. So, wir haben hier 19 Anspielstationen zum Soundtrack und dann haben wir hier noch 8 weitere Audio Recordings. Also das sind so diverse Spielfiguren, Charaktere des Spiels, die hier sprechen, unter anderem wir selber, also Taka. So, das ist die CD, auch hier wieder in dieser Gesteinsoptik, wie gesagt in einer Papphülle. So, dann haben wir eine Map of Orus, also eine Karte, hier ist auch noch eine kleine Legende. Und so sieht das dann aus, also quer kriegen wir alles eingefangen oder wir machen es mal kurz hochformatig. Ja, also wir haben hier so eine detaillierte Karte, was sich hier so abspielt. Einerseits natürlich, was das Wildleben betrifft, also welche Kreaturen, welche Tiere hier auf uns warten. Aber auch noch diverse andere interessante Orte des Spiels sind hier mit eingezeichnet. Die Karte kommt einseitig im Hochformat. Und von Materialien ist echt sowieso etwas ja, gestärktes, gehärtetes Papier. Also es ist nicht einfach nur so ein dünnes, sondern es ist wirklich so ein deutlich dickeres, stärkeres Papier. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch den Sprachführer Venya Deutsch, Deutsch Venya, die Referenz, wenn es um Steinzeitkonversation geht. So, das habe ich auch noch nie erlebt in einem Spiel, tatsächlich. Wir haben hier mal ein Vorwort und so Informationen zu den einzelnen Stämmen und Leuten, die uns hier so im Spiel begegnen. Aber hier geht es dann los. Moment, genau. Hier haben wir dann wirklich wie in so einem Sprachführer die einzelnen Begriffe in verschiedenen Sprachen ausgeführt. Venya und Izila. Und hier kann man dann sich entsprechend weiterbilden. Es sind natürlich auch jede Menge Fotos und Grafik mit dabei, aber es ist wirklich hauptsächlich ein Sprachführer, das Ganze. Ja, also, wenn man den hier durcharbeitet, dann tut man sich bei dem Spiel natürlich deutlich leichter. Die Waffen werden ja auch noch beschrieben. Ja, so sieht das aus. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Sprachführer hier, dieses Infoheftchen. Dann die Karte, dieses Poster hier der Karte. Der Soundtrack plus die Venya Audio Recordings hier in der Papphülle. Das Steelbook zum Spiel. Und natürlich das Spiel an sich, Far Cry Primal für die Xbox One mit zusätzlichen Bonusinhalten zum Download. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Ja, jawohl. Far Cry Primal in der Collector's Edition.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. dieser Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Far Cry unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.